voller Überzeugung sage ich, hinter jeder erfolgreichen Athletin und hinter jedem erfolgreichen Athleten steht auch immer ein erfolgreicher oder ein sehr guter Trainer bzw. Trainerin. Mit der Veränderung im Rahmen unserer B-Lizenz-Ausbildung, nämlich der Ausweitung auf 100 Stunden, sind wir davon überzeugt, dass wir zuallererst die Kompetenz und die Qualität unserer Trainerinnen und Trainer verbessern werden. Im zweiten Schritt können wir dann neue Ziele mit unseren Nachwuchsteams anpeilen, weil all unsere Athletinnen und Athleten in der gesamten Breite von der gestiegenen Trainerqualität profitieren werden. Das ist nicht nur gut für die Spielerinnen und Spieler, sondern natürlich auch für uns als Dachverband für den Deutschen Handballbund. Moin zusammen, mein Name ist Patrick Lueck, ich bin Bundestrainer Bildung und Wissenschaft beim Deutschen Handballbund und Projektleiter für das Projekt DHB B-Lizenz 100+. Das Projekt ist insgesamt in einem größeren Kontext zu sehen, nämlich der DHB-Traineroffensive, zu dem mehrere Revisionen, unter anderem auch der DOSB-Lizenzausbildungen gehören. Alle Projekte, die wir derzeit aus dieser Traineroffensive heraus antreiben, sind Projekte, die Trainerinnen und Trainer in Sport Deutschland, vor allem in Handball Deutschland, weiterentwickeln sollen. Aktuell möchte ich euch jetzt unsere Ideen zur B-Trainer-Ausbildung des DHBs vorstellen und habe euch dazu eine kurze Präsentation mitgebracht, mit der ich euch in das Projekt DHB B-Lizenz 100+ kurz einführen möchte. Zunächst einmal müssen wir uns die Ausgangslage, das Problem, warum überhaupt eine Revision notwendig ist, anschauen. Hier ist es offensichtlich, dass wir als DHB und als Spitzenverband an die eigene Nase fassen müssen, denn wir haben die B-Lizenz-Ausbildung, die seit Jahren bei den Landesverbänden delegiert ist, relativ ungesteuert dorthin delegiert. Und das hat dazu geführt, dass wir eine signifikante Heterogenisierung der B-Trainer-Ausbildung in all ihren Facetten wahrnehmen. Obwohl es Rahmenbedingungen, Lehrpläne und solche Dinge natürlich gibt, variieren Inhalte als auch die Lehr- und Lernmethoden, die Organisationsformen und Prüfungssetting in den unterschiedlichen Landesverbänden. Und nicht nur das, sondern vor allen Dingen variiert auch die Qualität der Lehre in den Landesverbänden. Hinzu kommt, dass wir eine geringe Transparenz sehen. Wir wissen selber nicht so genau, wie und was die Landesverbände tatsächlich in ihren Ausbildungen machen. Gleichzeitig entstehen keine Synergieeffekte zwischen den Landesverbänden. Das heißt, wenn irgendwo gute Lehre ist, bekommt dort zwangsläufig ein anderer Landesverband nicht wirklich viel von mit und kann davon nicht profitieren. Und zu guter Letzt findet natürlich auch in dieser Art und Weise keine Form der Qualitätssicherung der Ausbildung statt. Uns fällt das natürlich auf, dass wenn die Trainer dann bei uns bei der A-Trainer-Ausbildung, die beim Spitzenverband stattfindet, aufschlagen, dass wir hier zunehmend größere Probleme und vor allem ein größeres Leistungsgefälle feststellen. Und das resultiert dann in zum Teil hohen Abbruch- oder auch Durchfallquoten dieser Lehrgänge. Dieses Problem ist aber nicht neu, sondern wir haben uns bereits seit oder sind uns dieses Problems bereits seit vielen Jahren bewusst und haben auch schon mehrfach versucht oder Anstöße hat es gegeben, diesen Zustand zu verbessern. Deswegen haben wir, bevor wir mit diesem Projekt dann inhaltlich in der Umsetzung gestartet sind, ein kleines Machbarkeitsvorprojekt gestartet, was ihr hier seht, das im Grunde ein partizipativer Prozess mit den Bildungsverantwortlichen der Landesverbände war. Eingebettet zwischen zwei Lehrwartetagungen, die bei uns jährlich stattfinden, hatten wir 5 Regionalkonferenzen, in denen wir Inhalte, Organisationsform und Machbarkeit eines solchen Projektes lange diskutiert haben. Das wurde dann auf der letzten Lehrwartetagung in Konstanz im Mai verabschiedet und das letztendliche grüne Licht gab es dann von den Geschäftsführern der Landesverbände und auch vom Vorstand des Deutschen Handballbundes im September 2009. Das Ziel dieses Projektes, das kann man sehr gut mit einem leichten Keyframe beschreiben, ist gemeinsam aufstocken und aufwerten. Was heißt das konkret? Gemeinsam bilden wir mit den Landesverbänden nun zusammen bis 2023 die B-Trainer aus. Die Landesverbände beantworten dabei 60 Lehreinheiten und der DHB 40 Lehreinheiten. Die Aufstockung ist ein zentrales Veränderungsmerkmal. Statt bisher 60 Lehreinheiten erfolgen nun 100 Lehreinheiten. Damit erfüllen wir nicht nur den Minimumstandard,
den der DOSB von uns für die B-Trainer erwartet, sondern kommen auch den Vorgaben der Europäischen Handballföderation, die in dieser Lizenzstufe 2 deutlich mehr Umfang erwartet hat, dann entsprechend entgegen. Und das zentrale Merkmal ist natürlich auch eine Aufwertung der Qualität, und Qualität funktioniert nur durch qualifizierte Referenten, und das ist einer der Kernsäulen dieses Projekts. Hinzu kommen natürlich auch Prozesse wie die Digitalisierung von Teilinhalten und auch als ganz große Zielformulierung die Zertifizierung der B-Lizenz ab 2024. Denn das Fernziel bleibt eine dann qualitätsgesicherte, aber erneut vollumfängliche Rückdelegation der B-Trainerinnen-Ausbildung zurück an die Landesverband. Was sind wichtige Meilensteine, die in diesem Projekt zu absolvieren sind? Zum einen war für uns der Startpunkt natürlich die Ratifizierung des Konzeptentwurfs. Organisatorische Fragen mussten geklärt werden, denn es gibt ja viele Abstimmungsbedarfe zwischen Landesverband und Spitzenverband. Ein nächster Schritt ist ein Kickoff durch die Arbeitsgruppe B-Lizenz 140, die sich zusammensetzt aus Spitzenverband, Landesverband und auch externen Beratern, wie zum Beispiel Sportpsychologen. Hier besteht die Gruppe aus 12 Personen, aus jeder Gruppierung jeweils 4 Personen. Und dann geht es natürlich um die konkrete Arbeit. Wir müssen neue Lehr- und Lerninhalte entwickeln und diese dann auch im weiteren Prozess evaluieren hinsichtlich ihrer Qualität und Rezeption bei den Zielgruppen. Und mit diesen neuen Medien wollen wir dann einen Referentenpool, der national agieren kann, für die B-Trainer-Ausbildung schulen. Und ist der einmal geschult, dann können wir auch die neuen Ausbildungsmodule mit den tatsächlichen B-Trainern dann ausrollen. Und dies soll ab Ende 2020, Anfang 2021 noch entsprechend losgehen. Das soweit erstmal hier zum Projekt. Und es werden sicherlich in der Folgezeit noch viele Fragen aufkommen, die wir dann hier auch in diesem Forum zukünftig weiter klären können. Guten Tag, mein Name ist Frank Hamann vom Handballverband Schleswig-Holstein. Ich bin dort verantwortlich für den Bereich Trainer Aus- und Fortbildung und möchte hier einmal kurz beschreiben, wie wir aktuell unsere B-Trainer-Ausbildung strukturiert haben. Grundsätzlich kooperieren wir hier sehr eng mit dem Deutschen Handballbund, nutzen die Rahmentrainingskonzeption, aber auch den Masterlehrplan, um unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer optimal ausbilden zu können. Wir haben in unseren Ausbildungsgängen im Schnitt 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dann im Anschluss an ihre Ausbildung in die Prüfung gehen. Dort wird zum einen schriftlich geprüft, in Form einer Klausur, aber auch mündlich und praktisch in Form einer Lehrprobe. Inhaltlich haben wir einige Vorgaben, die wir gerne umsetzen. Auch hier sind wir eng in der Zusammenarbeit mit dem DHB unterwegs. Es geht hier unter anderem um Abwehrthemen, Abwehrkooperationen werden besprochen, aber auch Abwehrsysteme und Abwehrformationen. Das Gleiche steht zum Thema Angriff auf dem Lehrplan, Angriffskooperationen, aber auch mannschaftstaktische Dinge werden unterrichtet. Hinzu kommt das Torwartspiel und auch noch einige Lerneinheiten im Bereich der Trainingslehre, und weitere Themen stehen ebenfalls auf dem Lehrplan. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Handballbund und sind sehr gespannt, wie dann die zusätzlichen Unterrichtseinheiten in unseren Lehrgangsplan eingebaut werden können. Ab dem Jahr 2024 liegt die Zuständigkeit für die B-Trainer-Ausbildung dann wieder bei uns, den Landesverbänden. Wir verwalten die 100 plus Lerneinheiten, wir nehmen die 4 Prüfungsteile ab und natürlich sind wir auch weiterhin für die Organisation und die Verwaltung der Ausbildung zuständig. Der DHB auf der anderen Seite qualifiziert die Landesverbände bzw. zertifiziert uns im Sinne einer Qualitätssicherung. Das hat für uns den Vorteil, dass wir selber wissen, dass in allen Landesverbänden ähnlich gute Ausbildung geleistet wird. Das heißt, uns fällt es überhaupt nicht schwer, Teilnehmer auch an andere Landesverbände zu verweisen, falls die Termine unserer Ausbildung mal nicht gut passen sollten. Außerdem ist es natürlich eine Qualitätssicherung für die Teilnehmer, weil sie wissen, dass in ganz Deutschland überall gute Arbeit geleistet wird. Und zuletzt ist unser Interesse hinter dieser Bearbeitung der B-Lizenz natürlich, dass wir die Trainerkompetenz langfristig weiter erhöhen. Und ich glaube, dass das insbesondere durch diese neue Methode des Blended Learnings, aber auch durch den erhöhten Lernumfang sehr gut funktionieren kann.